Moin Moin aus der Türkei und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Gestern habe ich nicht gedreht, gestern habe ich einfach mal ein bisschen rumgechillt. Deswegen wird auch heute kein Video online kommen, also für euch gestern. Und ich kann euch aber kurz was erzählen von dem Tag gestern. Eigentlich nicht viel, wir waren ja die Nacht davor im Club, im Karma Club heißt das. Da haben wir ein bisschen gefeiert und auf der Rücktour habe ich dann ja auch bei Facebook geschrieben, habe ich mein Handy verloren oder es wurde mir geklaut. Eigentlich eher geklaut, aber gut, jetzt muss ich noch Anzeige erstatten hier in der Türkei und dann noch in Husum, damit die Versicherung dann greift und dann werde ich hoffentlich auch ein neues bekommen. SIM-Card ist auch schon gesperrt. Auf jeden Fall habe ich dann den Morgen auch ein bisschen länger geschlafen. Ganz normal aufgestanden, Frühstück ausgelassen und dann einfach hier auf meine Liege gechillt und später noch zum Strand. Dann haben wir da noch gechillt, ein bisschen rumgelaufen. Jetski gefahren, davon kann ich auch noch euch ein bisschen was einblenden. Und abends sind wir noch eine schöne Shisha rauchen gegangen. Ja, das war gestern so der Tag. Und heute ist Samstag, also mein vorletzter Tag. Und wir haben es jetzt, ich weiß das gar nicht, so um roundabout 11 Uhr. Ich habe ja mein Handy nicht, haha. Und ich gehe gleich auf jeden Fall in die City nochmal. Ich werde jetzt keinen Managaf besuchen fahren und auch kein Side. Das lohnt sich für mich, glaube ich, nicht. Deswegen werde ich nochmal unten in die Stadt reingehen. Ich war gestern Abend auch nochmal kurz da und habe mir ein paar Sachen ausgesucht. Und ich werde jetzt gleich alle abholen. Und für meine Freunde muss ich auch noch alles abholen. Und dann gehen wir zum Strand und spielen noch ein bisschen Volleyball. Ich überlege, ob ich die Kamera da mitnehmen soll. Ich habe immer so ein bisschen Angst. Erstmal wegen Sand und so und dann auch wegen der Kamera, dass sie da rumliegt. Aber ich überlege mir das nochmal und dann sehen wir uns später. So Leute, ich sitze hier im Taxi, ich fahre gerade bei der Gendarmerie, heißt das glaube ich, um eine Anzeige zu erstatten und die sagen, wir sollen nach Side fahren, um eine Anzeige zu erstatten, weil der Club in Side war. Dann fragt der Taxifahrer gerade hier nochmal nach, wo wir dann wirklich hin müssen. Ich brauche eigentlich nur eine Anzeige zu erstatten, aber das wird glaube ich gar nicht so einfach. Auf jeden Fall cruise ich jetzt weiter durch die Gegend hier und dann in der Hoffnung, dass ich irgendwo eine Anzeige erstatten kann, damit ich in Deutschland mein Handy wieder bekomme, weil ich habe nämlich bei der Telefonica angerufen und die sagten, ich soll eine Anzeige erstellen in der Türkei und in der Deutschland, Land, Schland und dann bekomme ich eventuell ein neues Handy wieder. Die Versicherungen sind alle nicht so einfach, wir werden sehen. So meine Freunde, das war sehr anstrengend mit der Polizei, muss ich sagen. Ich habe den halben Tag verbracht da, die Papiere einzureichen, damit ich das dann auch kriege. Und oh, pipapo, das war echt ein bisschen nervig. Damit habe ich ein paar gute Stunden verschwendet. Aber ist egal. Damit habe ich meine Papiere dann dennoch gekriegt, damit ich dann safe eventuell oder hoffentlich ein neues Handy bekomme von der Versicherung. Denn ich muss nämlich auch noch in Deutschland eine Anzeige machen gegen Unbekannt, damit die Versicherung dann auch glaubt, dass sie das nicht irgendwie verkauft hat. Jetzt kennt ihr ja, wie das abläuft. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon 18 Uhr und ich laufe jetzt immer runter zum Strand und nehme die Kamera mal mit, damit ich euch mal ein bisschen was zeigen kann. So, ich dachte, ich kann vielleicht gefahren werden von die da stehen, weil die haben immer so einen kleinen Shuttle hin und her. Aber ist nicht so bis 18 Uhr. Naja, ich komme ja auch gerade erst von da unten hochgelaufen, aber dann laufe ich nochmal runter. Kann ich euch vielleicht nochmal ein paar kleine Eindrücke geben. Ich war gerade halt noch, wie gesagt, unten. Und ich brauche nochmal ein Wasser, ich brauche unbedingt eine Abkühlung im Meer, aber das ist keine Abkühlung, weil das Meer ist so warm. Und eine kleine Runde Jetski bin ich auch nochmal gefahren. Und jetzt laufe ich auch nochmal runter, weil die haben eine GoPro vorne festgemacht. Also die haben eine GoPro vorne an dem Jetski festgemacht. Und das Video muss man natürlich erwerben. Aber für YouTube-Hassel, bla bla bla. Kaufe ich mir das, kostet auch nicht viel, ich habe da gut runtergehandelt. Damit ich das dann habe und das mit in mein Video reinschneiden kann. Auf jeden Fall zeige ich euch einfach mal ein paar Eindrücke jetzt. Nicht lang schnacken. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for.
Jetzt warte ich noch kurz, er hat noch kurz Kundschaft wegen seinen Bildern. Und dann bin ich dran. Dann bin ich schnell rübergezogen und dann laufe ich wieder ins Hotel. Und dann schnell duschen, umziehen, essen. Und dann wollen wir noch ein bisschen an die Bar. Und morgen ist schon leider der letzte Tag. Aber es war ein sehr schöner Urlaub bis jetzt, außer die Handygeschichte, aber drauf geschissen, ist nur ein scheiß Handy. Und ich würde es immer wieder machen. Ich würde auch immer wieder hierher fliegen, auch in dasselbe Hotel. Es gibt bestimmt noch andere schöne Hotels. Aber ich habe immer Angst, wenn ich das jetzt von dem so verwöhnt bin, dass ich mir ein anderes Hotel nehme und dann habe ich Angst, dass es nicht so gut ist. Und dann denke ich, warum hast du nicht das genommen? Also ich werde hier bestimmt nochmal herfliegen, am liebsten dieses Jahr sogar noch, weil es ist einfach so geil hier. Und mal sehen, ob es noch was wert. Wieder 5 Tage alleine reicht vollkommen. Und ich habe so viele Leute kennengelernt, dass jeder weiß, dass man im Urlaub Leute kennenlernt. Außer wenn man vielleicht in so einem Pärchentag oder so einen Pärchenausflug macht, dann ist man da vielleicht nicht so interessiert dran. Aber wenn man hier alleine ist, das geht so schnell. Brauchst nur 2 Wörter wechseln und schon hängt man zusammen rum und geht feiern und fährt zusammen Jetski und was nicht alles. Daher, jetzt filme ich gegen die Sonne. Ich hoffe, das wird was. Von daher juckt mich das null, dass ich alleine hier bin. Habe ich auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Und war einfach nur traumhaft. Hat einen Energie gegeben und die werde ich auch versuchen beizubehalten. Bis zum nächsten Urlaub, um dann wieder Energie zu tanken. Und mich nicht von irgendwelchen negativen Sachen runterziehen zu lassen, sondern einfach mal positiver durchs Leben zu gehen. Das vereinfacht das nämlich alles und macht das Leben um einiges schöner. Ich glaube, jetzt bin ich dran mit den Fotos und werde mal schauen, ob das Video überhaupt was geworden ist. Also heute bin ich ja allein, gestern ist das Video von gestern, da bin ich alleine gefahren und heute bin ich mit 2 Mann, also einer hinten drauf. Und da habe ich aber kein Video von gemacht, weil ich keinen Bock habe, da noch mehr Geld zu bezahlen. Aber das braucht man auch nicht. Heute war das auch draußen, waren so starke Wellen, dass man gar nicht richtig schnell fahren konnte. Aber war auch nicht so schlimm, hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich hole mir jetzt mal mein Video. Ja, eigentlich ist das eine Zeitblase, weil wenn ich das hier sage, habt ihr das Video schon gesehen. Also müsst ihr euch nicht wundern. Ja, ihr seid in der Zeitblase. Ich schätze mal, wenn ihr das jetzt hier hört, habt ihr das Video schon gesehen. Ich mache mir nie Gedanken, wie ich das Video so zusammenschneide. Das sehe ich immer erst, wenn ich davor sitze. Ich mache einfach pauschal einfach los und dann gucke ich, wie es wird. Daher kein Plan, also kein Skript geschreibe oder was auch immer. Ich filme einfach alles, worauf ich Bock habe und dann schneide ich mir es zurecht, so wie ich Bock habe. Ich laber auch immer eine Scheiße, ne? Und viel. Nichtsdestotrotz, ich bin erstmal raus. Wir sehen uns später. So, meine Bilder sind geholt und das Video auch. Hab ihn noch bezahlt und jetzt geht's schnell zum Hotel. Duschen, fertig machen. Mein letztes Outfit. Ach nee, morgen ist mein letztes Outfit. Ich gehe heute Abend noch. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend gehe oder morgen. Auf jeden Fall gehen noch shoppen. Jetzt war ich schon 2-mal da und hab mich eingekauft, weil ich kein Geld mit hatte. Und ich bin aus der Puste. Aber jetzt war ich beim Automaten, habe mein Geld geholt und jetzt gehe ich nach Money City, weil ich immer noch nicht was für meine Freunde geholt habe. Das muss ich noch alles einkaufen, aber das werde ich morgen machen oder heute Abend. Mal schauen. Schnell mal. Und dann bin ich safe mit der Einkauferei. Weil ich wollte mich auch gerne noch ein T-Shirt haben. Ich habe mir ein T-Shirt ausgesucht, eine Hose ausgesucht, 2 T-Shirts ausgesucht, eine Hose ausgesucht. Ein Gürtel ausgesucht und ja, ich war erst nicht so überzeugt von den Hosen hier, oder weil ich sie nicht kannte, war ich nicht überzeugt davon, aber ich habe sie angezogen und also für mich ist da kein Unterschied, da stehe so auf die Elastan-Hose oder wenn da so viel Elastan drin ist, so viel Stretch und das ist hier genauso, deswegen werde ich gekauft. Der Fußweg sind ungefähr so vom Strand zum Hotel. Ich sag mal 6 Gehminuten und so ein kleiner Spaziergang um die 6 Minuten rum
geht locker durch. Tagsüber fährt jede 15 Minuten so ein Golfwagen hoch und runter. Aber das ist nur bis 18 Uhr, hatte ich ja schon erwähnt. Und geht locker durch. So, meine Freunde, das war es jetzt von dem Video. Ich habe hier gerade das fertig geschnitten, mache jetzt noch die Abmoderation. Wie gesagt, ich bin ja ins Hotel gegangen, habe nur noch geduscht und dann gegessen und nochmal bei den Uhrenmann abgechillt, weil ich will mir noch eine Uhr kaufen. Und jetzt gehe ich noch zur Animation, wir gehen noch an die Poolparty, trinken noch wieder ein paar Bierchen und das seht ihr dann morgen früh, also Sonntag haben wir dann heute. Und auf jeden Fall lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video ruhig mal ganz gerne. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und kommentiert fleißig. Ich werde jetzt noch einen schönen Abend haben. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Abend gehabt am Samstag. Lasst es euch gut gehen. Ich bin raus für heute. Bis dann. Ciao, euer Andi.